Morgen. Eine der wichtigsten Brücken von Dresden. Eigentlich die wichtigste, die Carola-Brücke, ist eingestürzt. Die Carola-Brücke in Dresden ist eine der vier Elbbrücken in der Innenstadt und verbindet die Altstadt im Süden mit der inneren Neustadt im Norden. Sie wurde nach Carola von Vasa Holstein Gottorp, der Gemahlin von König Albert, benannt. Die erste Carola-Brücke wurde zwischen 1892 und 1895 erbaut, jedoch im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und schließlich abgerissen. Die heutige Brücke wurde von 1967 bis 1971 errichtet und ist eine wichtige Verkehrsverbindung für Autos und Straßenbahnen. Heute gab es einen Teileinsturz der Brücke, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Dabei wurde eine Fernwärmeleitung geschädigt. Das Terrassenufer war voller heißes Wasser. Glücklicherweise passierte das in der Nacht gegen 3 Uhr, sodass niemand zu Schaden kam. Kurz vorher überquerte hier noch eine Straßenbahn, die hier tagsüber im Minutentakt fahren, die Brücke. Ja, und interessanterweise habe ich vor ein paar Tagen erst ein paar Filmaufnahmen von der Skyline von Dresden gemacht, wo ich auf der Brücke stand und von da aus gefilmt habe. Ja, über die Ursachen ist noch nichts bekannt. Eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass sowas bei der heutigen Überwachung und Begutachtung noch auftreten kann. Aber wir werden sehen, was die bekannt geben.